Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Serie Commands und Settings für CS2. In dieser Folge automatisch Kommandos ausführen beim Start des Spiels. Um beim Starten von Counter-Strike automatisch Kommandos auszuführen, benutzen wir eine Datei namens AutoExec. Diese Datei befindet sich in eurem Spieleverzeichnis. Wie wir dies finden, zeige ich euch jetzt. Dazu geht ihr in eure Bibliothek und dort, hoffentlich unter euren Favoriten, findet ihr auch Counter-Strike 2. Bei mir wird es gerade abgedatet, aber das tut nichts zur Sache. Mit einem Rechtsklick auf Counter-Strike und dann Eigenschaften findet ihr unter dem Tab Installierte Dateien einen Button, dieser heißt Durchsuchen. Somit kommt ihr schon in das Verzeichnis, in dem Counter-Strike installiert wurde. Dort unter dem Ordner Game, CSGO, CFG könntet ihr schon eine Datei autoexec.cfg besitzen. Falls ihr diese noch nicht habt, einfach mit Rechtsklick Neu und Textdokument erstellen. Dieses mit autoexec.cfg abspeichern und die Endung .txt löschen. Und das bestätigen wir dann noch mit Ja, denn wir wollen die Dateiendung ändern. Habt ihr diese autoexec.config angelegt, könnt ihr diese öffnen und wir adden einfach mal ein Kommando, zum Beispiel cl show fps 1. Dies wird uns eine FPS-Anzeige bringen. Das Dokument noch speichern und dann einfach schließen. Jetzt müssen wir noch unter den Eigenschaften im Allgemeinen Tab bei den Startoptionen des Spiels plus exec autoexec.config angeben. Und so würden wir jetzt nach dem Start von Counter-Strike 2 einen FPS-Counter in der oberen linken Hälfte des Bildes sehen, falls unser Autoconfig funktioniert hat. Falls es bei euch da draußen zu Problemen kommen sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich probiere in einem angepinnten Kommentar andere Lösungen oder Common Problems zu beheben. Mehr Videos von dieser Serie Commands and Settings wird jetzt auf diesem Channel in Zukunft erscheinen. Also bleibt dabei, abonniert, kommentiert, liked das Video und bis bald und auf viele weitere Tipps. Tschüss.